Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFT Devisenradar am Mittwoch, dem 22. Juli, hier bei Gottmann TV. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir wollen natürlich gleich hier in der Früh wieder das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen. Im Sinne der Namensgebung soll es ja um den FX-Markt gehen und das britische Pfund zeigt sich heute schon wieder ein Stück weit optimistisch, wenn wir hier unten auf die Heatmap schauen, die uns hier praktisch die 15 beziehungsweise 14 FX-Pairs inklusive Gold mal darstellt in Sachen Performance. Gold heute schon wieder schwach. Das sieht übrigens nach weiterer Schwäche aus. Dazu wird nachher nochmal ein separater Beitrag kommen. Seien Sie gespannt. Ansonsten jetzt hier Schwerpunkt Britisch Pfund gegenüber dem US-Dollar. Schauen wir kurz auf den Wochenchart, mal großes Bild hier. Und da sehen wir, dass wir hier mit dem Ausbruch unter das Level von 1,4850 roundabout, das war der Support hier aus dem Jahr 2013, relativ schnell wieder durchgesackt sind, beziehungsweise es gab einen Ausbruch, eine Reversal-Bewegung, dann wieder einen Ausbruch nach unten, dann ein sehr, sehr starkes Bullish Engulfing. Also hier diese Kerze vom April, von Mitte April war hier tatsächlich eine sehr, sehr bullische Wochenkerze, hier eben in Engulfing-Manier. Und dieser fühlte sich hier geradezu mit Paradeleistung, dass hier nämlich dann in der Folge die Käufer weiter Druck ausübten. Wenn wir die Wochenkerzen jetzt anschauen, dann sieht es natürlich so aus, dass wir hier zwei sehr bullische Aufwärtskerzen haben und aktuell hier diese kleinen Wochenkerzen im Anschluss, diese bullischen Aufwärtskerzen kamen hier vom Juni und hier im Juliverlauf sind wir jetzt mehr oder weniger, beziehungsweise Ende Juni, dann hier in den weiteren Juliverlauf hinein mit kleineren Kerzen unterwegs gewesen. Und spannend ist eben hier, dass wir in diesen beiden großen Kerzen stecken. Ja, erstmal das hier. Aber viel interessanter ist noch, dass die oberste Kerze hier auf Wochenbasis nicht unterschritten wurde per Close. Das heißt, Sie sehen, die richtige Price Action inklusive Opening und Close befindet sich hier innerhalb dieser Kerze von Mitte Juni. Und hier kann sich relativ viel noch abspielen. Tatsache ist, wenn wir ein Weekly Close unterhalb des Closes der Kerze hier vom 15.06. machen, unterhalb von 1,5484, dann wäre das ein recht unschönes Bild. Aktuell die bisherige Wochenkerze relativ lethargisch. Hier müsste eigentlich schon noch ein Stück weit was gehen, aber wir sehen eine kurzfristige Aufwärtsstruktur, nachdem es hier so einen Long Ledge Doji gab, an dieser unteren Unterstützungskante sozusagen. Und hier die Tendenzen eben doch nicht ganz so negativ, wie man dies hier von anderen US-Dollar-Pairs erwarten darf. Das britische Pfund also hier mit einer gewissen Stärke, das lässt sich zweifelsfrei feststellen. Wenn wir auch hier in den Tagesschart jetzt schauen, eine Etage höher, hier der kurzfristige Aufwärtstrend intakt, Support-Level 1,5385, hier zuletzt bestätigt im Juli, dann Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend. Das ist keine schlechte Situation, aber es fehlt eben hier ein Stück weit das Momentum nach oben, welches heute um 10:30 Uhr noch kommen könnte. Da gibt es hier eine Veröffentlichung zum Protokoll der geldpolitischen Notenbank-Sitzung, der Bank of England. Das kann hier vielleicht noch den einen oder anderen Stimulus geben. Ansonsten muss man eben mal abwarten, was das britische Pfund hier noch leistet. Tatsache ist, wir haben hier auch wieder eine kleine Konsolidierung seit der Kerze hier vom 15.07. Ja, auch hier wieder zwei sehr starke bullische Kerzen am 10. und am 14.07. Das deutet so ein Stück weit hier einen gewissen Schub an, gerade hier mit dem Ausbruch über diesen kurzfristigen Abwärtstrend, hier eine kleine Konsolidierung. Wenn jetzt natürlich hier nochmal ein Ausbruch nach oben kommt, Obacht geben. Wenn hier die Niveaus oder das Niveau um 1,5675 überwunden wird, und das kann man hier mal als Widerstandslevel in den Chart holen, direkt das Hoch der Kerze hier vom 15.07. 1,5675. Dann, meine lieben Zuschauer, dann haben wir hier sicherlich die Situation, dass es weiter raufgehen dürfte. Das also hier ein sehr, sehr interessantes Level. Mal drauf aufpassen, was das britische Pfund macht. Unterhalb dessen Vorsicht, beziehungsweise hier spekulative Käufe durchaus zulässig, im Sinne dessen, dass man hier auf den Ausbruch nach oben spekuliert, der dann hier in Richtung des Widerstandslevels bei 1,5830 führen dürfte. Dieses Niveau rührt hier mit diesem Hoch zusammen. Könnte man sogar noch ein Stück weit ausdehnen nach unten in Richtung 1,58. Da haben wir noch mehr Price Action. So. Das sieht schon ganz gut aus und genau dieses Level wäre hier praktisch das nächste Kursziel, Preisziel vielmehr. Ja, wenn der Ausbruch eben hier nach oben gelingt, im Sinne dieses durchaus lukrativen Momentums, welches sich hier auch immer sehr schön hier aktuell durch diese gleichlaufenden Bewegungsimpulse darstellt, hier auf Tagesbasis, also Down Move, Up Move, Down Move. So, wenn wir das jetzt mal spiegeln, beziehungsweise hier die letzte Bewegung, dann muss der Markt hier noch nicht fertig sein. Ja,
dann muss der Markt hier noch nicht fertig sein. Dann kann hier durchaus noch was kommen. Nach oben wohl bemerkt. Das sieht mal nicht so schlecht aus. Also eine ganz, ganz interessante Ausgangssituation. British Pfund, US-Dollar, Cable im Auge behalten. Schauen wir mal, was der heutige Tag bringen kann. Gehen wir dazu in den 15-Minuten-Chart. Intraday-Optik. Hier Asia Range 27 Pips. Noch nicht viel passiert. Ausbruch nach oben 74 Pips. Wir haben im Schnitt eine Range von 108 Pips mit Blick auf die letzten 14 Tage. Wir sehen hier oben das Maximum High. Das wäre hier im Bereich 1,5660, da auch das Vorwochenhoch knapp drüber. Das sieht nicht schlecht aus. Hier im 15-Minuten-Chart aktuell am Vortageshoch bzw. über das Vortageshoch ausgebrochen. Jetzt Rücklauf an dieses Level und mit Verlaub, das ist eine sehr, sehr interessante Situation, dass das britische Pfund hier von diesem Level aus wieder aufdrehen könnte. Also wenn das Vortageshoch gehalten werden kann, beziehungsweise der Ausbruch hier Pullback, jetzt eben so eine gewisse Stabilisierung, dann könnte hier eine bullische Kerze bzw. eine Umkehrbewegung an diesem Level hier wieder einen Auftrieb erzeugen, das dann den Preis hier eben nach oben führt in Richtung 1,5658. Der Wochentag heute mit 53% positiver Schlusspreise auch positiv im Sinne von einer ja, Tendenz, die hier nicht negative Ausschläge nach unten aufweist, wie das dann eben hier am Donnerstag und speziell am Freitag mit statistisch sehr schwachen Wochentagen der Fall ist. Also hier eine durchaus statistische Relevanz, die hier nach oben Preisaufschläge begünstigt. Abwarten, was passiert. Technisch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wenn wir hier deutlich wieder nach unten zurückfallen, dann wäre ganz klar unterhalb des heutigen Pivot Points 1,5559 eine Short-Option zu wählen, die dann hier eben das Vortagestief nochmal in den Fokus rückt, Schrägstrich das Low von 1,5517. Gut dann, da hätten wir es auch schon heute wieder, meine lieben Zuschauer. Ich danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, schauen Sie nachher nochmal beim JFD Desktop vorbei im Sinne von DAX und Co. im Livestreaming. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.